Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge von Bioshock. Sieht das nicht klasse aus? Ich meine, wenn man hier so reinkommt, könnte man ja fast denken, es ist alles in Ordnung. Es sieht ziemlich ganz aus, es sieht recht einladend aus, die Sachen funktionieren noch hier oben. Ja, wenn man das als ersten Kontakt hätte, würde man glatt denken, dass alles in Ordnung ist. Aber ein Scheiß ist in Ordnung. So, und wir werden jetzt mal nach Prometheus fahren. Schauen wir mal, was uns da wiederum erwartet. Ich ahne Schlimmes. Ryan merzt Schmugglerringe aus. Fontaine und Schläger bei Schusswechsel getötet. Ah ja. Fontaine getötet, ja. Okay, okay. Du willst es also wirklich austragen. Ich bin dabei. Aber ich habe das gesamte Adam der Stadt, mein Lieber. Und ich habe auch vor, es einzusetzen. Ja, worauf wartest du denn? Schnapp dir den Idioten. Ach du Scheiße. Das wird doch jetzt nix. Der wird uns doch jetzt niemals... Das kannst du doch vergessen. Der haut uns doch sowieso ab. Da brauche ich doch jetzt nicht hinterher zu sprinten wie so ein Wahnsinniger. Das ist doch albern. Also mal ganz im Ernst. Der Trottel ist genau hinter mir. Ich habe seinen Anblick langsam satt. Mhm. Entschuldigung, falsche Taste. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Ja. Jetzt kommt er wieder damit. Ah, wie convenient, dass hier einer liegt. Ich hab den doch nicht entkommen lassen. Der wäre eh entkommen. Die Cutscenes, die kann ich doch nicht überspringen. Was soll ich denn da machen? Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es. Ja, hab ich. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Was? Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Müssten die Little Sisters mir nicht eigentlich jetzt dadurch vertrauen, dass wir die ganze Zeit deren Arsch gerettet haben? Ich meine, wir waren mit denen oben bei Tenenbaum. Die waren friedlich zu uns. Die haben uns rausgeholfen. Die haben uns beschützt ganz am Anfang. Nach der ganzen Ryan-Sache. Eigentlich müssten wir doch so, wie wir jetzt mit denen umgegangen... Kannst du mal ein bisschen leiser sterben? Ich rede hier gerade. Ich mache hier einen Monolog. Danke. Man, Leute gibt's, oder? Also eigentlich, aufgrund dessen, so wie wir... Aber geil. So wie wir mit denen umgesprungen sind und die mit uns, müsste es doch eigentlich so sein, dass wir einfach sagen können, hey, Tenenbaum, wie sieht's denn aus? Ich bräuchte mal so eine Little Sister. Aber wahrscheinlich meint er dann welche, die eben noch nicht so furchtbar sind. Also, nee, andersrum. Leute, die eben noch so drauf sind, wie die da hinten. Ja, ja, genau. Da Marco, das dachte ich mir auch gerade, ja. Halt eben wirklich eine, die wir noch nicht gerettet haben, sondern... Hier,
verstöre, mit dem du dich wie ein Big Daddy anhörst. Grässliche Kreaturen. So. Komm her. Doch. Doch, doch. Es wird alles gut. Alles gut. Ja. Das hab ich. Jetzt läufst du wieder sonst wohin. Da kann ich dir doch nicht folgen. So, könnte ich jetzt... Ach, hier, nun, die Pistole da. Fontaine ist tot. Schlecht für Fontaine. Gut für Souchon. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden, Fontaine verschwunden und Souchon weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Souchon. Das ist auch... Moment, oh, ist mal so. Okay, also wieder ganz normal. Wir müssen uns hier ein bisschen durchkämpfen. Okay. Alles klar. Aber wenn wir jetzt hier mal kurz bei den... Achso, okay. Benutze den Stimmenverzerrer. Aber den haben wir gar nicht gelootet vorhin. Na gut. Also das ist tatsächlich erstmal kein Problem, die Leute hier Platz zu machen. Sollten das für ein Quatsch sein? Ich soll schuld daran sein, dass du deine sadistische Seite auslebst? Kollege, das funktioniert so nicht. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Das ist wieder so ein typisches Ding, ne, bei den Leuten. Die so agieren wie dieser Typ. Hauptsache andere dafür verantwortlich machen, wie man selber ist. Ich bin jetzt angeblich dafür verantwortlich, dass er Kinder umbringt. Alles klar. In welcher Welt außer seiner eigenen macht das bitte Sinn? Alles klar. Little Sisters sind durch. Im Sinne von Forschung. Ich
Komm, kein Problem. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, ne? Wenn ich jetzt hier durchgehe und so meinen ganz normalen Kram mache, ne? Tralala und so, alles gut. Ich probier's mal zu hacken. Kann es dann dazu kommen, dass, ich formuliere es mal so, dass ich jetzt so viele Big Daddies schon umbringe, dass es dann einfach keine mehr gibt? Also keine Little Sisters mehr gibt, weil ich die dann auch alle schon befreit habe? Ich komme nicht mehr hoch, ne? Ist ja albern. Okay, dann müssen wir so spielen. Dann müssen wir... Ach gut, alles klar, das klappt noch. Gut. Tudum. Ich muss jetzt so, komm hoch. Ey. Bist du oben? Gut. Naja, ich weiß schon, aber das ist halt das Problem, ne? Wenn ich jetzt die jedes Mal rette und die mir jetzt so über den Weg laufen... Dann rette ich ja die Little Sisters. Im Prinzip. Und vielleicht will ich das ja sozusagen nicht. Oder vielleicht wäre das halt schlecht, wenn ich das so mache. An der Stelle. Weil ich dann keine Little Sister mehr habe. Sagen. Ein guter Anfang. Jetzt musst du nur noch den Anzug und den Stimmenverzerrer aus den anderen Labors besorgen. Dann bist du der perfekte Widerling. Na los. Du spielst ein schwaches Blatt, Kleiner. Du bist nur zu gespleist, um es zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. Schade. Also ich glaube, wir müssen da rein und da diese Stimme auswählen. Alter, was ist das für eine geile Mucke? No, haben wir es geschafft? Jawohl! Beim Hacken von Sicherheitskameras wird die Fließgeschwindigkeit verringert. Ja, nice. Okay, dann also so und so und so. Gut. Tonikum. Safecracker 2. Wollen ihre Gegner ihr rechtmäßiges Eigentum wegschließen, holen sie sich zurück. Mit dem neuen Safecracker 2. Hexmart will, dass sie bekommen, was sie verdienen. Sehr schön. Dann tauschen wir das mal aus. Temporary Waste Storage. Bitte, Papa Sochong, ich will nicht auf den Tisch. Alter. What the actual fuck war hier los? Ihr kümmert euch, ja? Ja, du bist wertlos. Genauso. Genau das haben wir jetzt auch mitgekriegt.
Okay. Ja gut, ich kann's auch mal hacken. Mal sehen. Komm. Einfach mal gehackt. So. Ich muss das nicht Dankbarkeit nennen. Ich muss auch nicht dankbar sein, Kollege Schnürschuh. Gut, dann. Was passiert hier? Ja, lol. Was ist das? Das ist ja herrlich. Okay. Gut. Ist aber schon so, dass wir hier eigentlich jetzt das finden sollen, oder? Also was ist jetzt unser Questziel? Benutze den Stimmenverzerrer. Im Testlabor gibt es einen Kehlkopfmodifikator, der deine Stimme zu der eines Big Daddies verändert. Du machst es uns. Ja, aber das hier hinten ist doch das Testlabor, oder? Pheromonprobe bloß wieder. Alter. Jetzt stellt euch mal vor. Hier hat ein... Halt die Klappe. Hier hat ein Kind drinne gewohnt. Es hat Kuscheltiere gehabt. Und hat seine Eltern hier beerdigt, weil sie tot sind. Und das Kind wusste, dass sie tot sind. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Das ist wirklich einfach nur so falsch. Aber das ist jetzt kein Körpertonikum, oder? Diese... Nein. Okay. Ich bin jetzt halt am Überlegen, ob das hier das Testlabor ist. Aber eigentlich muss das ja hier das Testlabor sein. Und dann soll es hier irgendwo diesen Stimmenverzerrer geben. Dann müsste ich den ja eigentlich auch finden können.
Das ist halt übelst traurig, oder? Das musst du dir mal reinziehen, so was. Heidi Hole. Die wurden übelartig indoktriniert. Hier eingesperrt in diese kleinen Dinger, bis sie fertig indoktriniert sind. Und dann waren die so fertig mit der Welt, dass sie eine ihrer Eltern dorthin hintrapiert hat, muss man ja sagen. Und wo ist jetzt der Stimmenverzerrer? Nennst du das Dankbarkeit? Das ist der Sicherheitsnotschalter. Muss ich vielleicht... Aha. Warte mal. Ne, okay. Hätte ja sein können. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Mann, den freien Weg und den freien Menschen. Bist du dir das sicher? Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Aber jetzt ist wirklich die Frage, ist das hier jetzt das Testlabor gewesen? Im Prinzip muss es doch das gewesen sein. Ich weiß nicht, bin ich jetzt hier falsch, dass ich da aus dem Ding schon raus bin, aber ich habe da eigentlich alles abgesucht. Oh, aber schnell entdeckt, hä? So. Ah, Mist. Ich wollte mich halt verstecken. So. Naja, gut. Eigentlich dürften sie mich nämlich nicht... Alarm! Alarm! Ein Zeichen? Schatz, hast du... Gut, dann auf geht's. Erstmal alles hier schön aufdecken. Hoch, hoch, dahin. Oh Gott. Dahin, 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 dahin. Bitte was? So rum, so rum, so rum. Oder halt auch nicht. Ja, gut, ja, nee, klappt halt nicht, ne? Probieren wir gleich nochmal. Das war jetzt doof.
Okay, dann machen wir hier. Dann machen wir so, dann machen wir so. Dann machen wir so, dann machen wir so. Dann machen wir so. Jetzt haben wir schon wieder nicht alles da. Okay, dann machen wir so. Und so. Und so. Und dahin. Und so. Ja. Gut. Da schnarcht doch jemand. Ohne Mist, das sieht doch... Was ist denn das? Schuhe. Ja, gerne. Was ist los? Warum sind die Stiefel hier? Sie sollten bei Failsafe Armored Escort sein. Ach, egal. Nimm sie. Nimm sie. Hab ich doch schon. So. Nice Tonicum. Damage Research 2. Sie müssen sie dort treffen, wo es wehtut. Die neue Damage Research 2 ermöglicht es Ihnen, die Schwächen Ihrer Gegner mehr als je zuvor zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Das ist gut, weil wir haben nämlich schon Damage Research 1. So. Das ist super, das heißt, wir wissen das und wie und warum es funktioniert und jetzt funktioniert es halt noch besser. Na, die Brandbolzen sehen schon geil aus. Alleine schon, dass es hier knarzt, wenn du über den Holzboden drüber läufst. Ich liebe solche Details. Und irgendwie... Hört es sich so an oder fühlt es sich so an, als wenn. Ja, als wenn das jetzt auch dumpfer ist. Also als wenn jetzt auch wirklich dadurch ein Unterschied entstanden ist, dass wir das aufgenommen haben. Wo willst du hin? Zurück zu deinem Leben? Zu deiner Familie? Das sind alles nur Märchen, Kleiner. Sie sind genauso real wie das, was täglich in der Zeitung steht. Armer Teufel. Eine Laune der Wissenschaft. Ein Kind. Ich will nicht unbedingt zurück zu meiner Familie, die es nicht gibt. Aber wie wäre es einfach mal mit Leben? Ich will das hier überstehen, was du mit uns angestellt hast, und will einfach leben. Das kann doch nun wirklich nicht zu viel verlangt sein, oder? Ist mir schon klar, dass du dich gerne über mich lustig machen möchtest und so weiter. Sehe ich auch alles ein aus deiner Sicht. Ich möchte einfach bloß eine Möglichkeit haben, wenigstens neu anzufangen. Wenn schon nicht zu meinem alten Leben zurückzukommen. Weißt du, eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Ist da jemand verzweifelt? Hat da jemand legit Angst, nicht gegen uns bestehen zu können? Es wirkt ein bisschen so, oder? Aber okay, es ist jetzt schon ein bisschen wieder her mit der Folge. Deswegen beenden wir die jetzt in diesem Moment. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl und Cheerio.